Ja, hi, ich bin Michael Kuschitzki aus Berlin von der Linksjugend Solid Berlin-Kreuz-Köln. Das ist die parteinahe Jugendorganisation der Linken. Die Koalition von SPD und Union hat sich nun auf einen Mindestlohn geeinigt. Kannst du vielleicht kurz auf die historische Entwicklung bis dorthin eingehen? Ja, also ich glaube, man muss erstmal festhalten, Deutschland wurde in den letzten Jahren zum Niedriglohnland gemacht. Agenda 2010, Ein-Euro-Jobs, Leiharbeit und Werkverträge haben das Lohnniveau ziemlich weit untergraben. Und wir haben ja jetzt eine Situation, dass ganze Bereiche wie Gastro, Friseure, dieses ganze Sicherheitsgewerbe eigentlich nur noch Hungerlöhne insgesamt zahlen. Und das war eine Politik, die die SPD selber auch an der Bundesregierung zusammen mit den Grünen umgesetzt hat. Und wir haben jetzt im letzten Jahr gesehen, wie die SPD eigentlich versucht, sich ein bisschen davon freizumachen und so zu tun, als hätte sie gar nichts damit am Hut und hat dann eigentlich die Forderung der Gewerkschaften und der Linken nach einem Mindestlohn aufgegriffen, hat versucht, sich im Wahlkampf links zu präsentieren und selbst ihren eigenen Mitgliedern die große Koalition schmackhaft zu machen. Und jetzt werden wir eigentlich sehen, welche Schweinereien sie in der Regierung, in der großen Koalition so umsetzen werden und ob eigentlich ein richtiger Mindestlohn kommt. Das wird sich noch zeigen. Wie viele Beschäftigte sind denn von diesem Niedriglohnbereich betroffen? Und von welcher Höhe kann man sprechen bei einem Niedriglohn? Also für mich ist ein Niedriglohn, ist ein Lohn, von dem man nicht leben kann, womit man nicht seine Wohnung bezahlen kann, sich keine Bildung, keine Kultur und kein richtiges Leben leisten kann. Es ist ein Lohn, wo eigentlich die Unternehmer eigentlich nur sich auf unsere Kosten somit bereichern. Die Sozialwissenschaftler drücken das ein bisschen anders aus. Die sagen, dass ein Niedriglohn ist alles, was unter 60% des mittleren Lohnes liegt. Das waren 2010 9,54 Euro. Der neue Mindestlohn der Regierung soll ja erst 2017 eingeführt werden und hat die Höhe von 8,50 €. Wie schätzt du denn diese Höhe ein? Also erstmal 2017, das heißt ja erstmal, dass alle Leute, die weniger verdienen, noch mindestens drei, oder das ist eine ganze Reihe von Beschäftigten, noch 3 Jahre warten müssen, bis sie so einen, bis sie den Mindestlohn bekommen. Weiter werden Leute zu Niedrigstlöhnen ausgebeutet und die SPD und die Bundesregierung macht es, um die ganzen Unternehmen, die heute noch Hungerlöhne zahlen, damit weiter zu schonen. Was die Höhe vom Mindestlohn angeht, also es ist so, dass 5 Millionen Beschäftigte bundesweit noch unter 8,50 € verdienen und die auch erstmal davon profitieren würden, wenn der Mindestlohn von 8,50 € eingeführt wird. Das sind insbesondere auch Jugendliche. Also die Hälfte aller unter 25-Jährigen verdient weniger als 8,50 €. Und für sie ist eigentlich eine schnelle Verbesserung am besten sofort notwendig. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass auch 8,50 € noch Niedriglohn sind. Also es reicht dieser Lohn reicht nicht dafür, eine vernünftige Rente im Alter zu bekommen. 8,50 € sind nur als Bruttolöhne gemeint, also was man dann in der Tasche hat, ist auch noch mal niedriger. Wir wollen eigentlich insgesamt, dass Schluss ist mit Arbeiten in Arm, dass Leute, die den ganzen Tag malochen, am Ende nicht mal genug Geld haben, um über die Runden zu kommen, sondern wir wollen, dass es einen 10 € Mindestlohn gibt, der rasch auch auf 12 € erhöht wird. Und dafür wollen wir gemeinsam kämpfen. Und wir müssen auch immer sagen, 8,50 €, okay, das ist eine Verbesserung, aber das ist immer noch ein Niedriglohn und wir wollen vernünftige Löhne für alle. Welche Argumentation bringt denn die Regierung auf für erstmal für die Höhe des Mindestlohns und dafür, dass sie erst so spät eingeführt werden soll? Sie sagen, dass sie da eigentlich Unternehmer schonen wollen, dass sie eine Übergangsfrist machen wollen. Es ist ja so, dass ab dem 01.01.2015 der 8,50 € für alle Bereiche gelten sollten, wo es keinen Tariflohn gibt und ab 01.01.2017 auch in den Bereichen, wo Tariflöhne gezahlt werden. Und damit kuschen sie eigentlich davor, dass man auch mal sagt, hier muss Schluss sein mit Niedriglöhnen, wir wollen vernünftige Löhne für alle. Es gibt ja, wie du jetzt auch erwähnt hast, mehrere Gruppen, Gewerkschaften und vor allem auch Linkspartei und ihr als Solid, die allesamt einen deutlich höheren Mindestlohn fordern. Warum reicht der Druck dieser ganzen sozialen Bewegung nicht aus, um das jetzige Modell anzuheben, das vorgeschlagen wird? Ich glaube, dass
wir erstmal festhalten müssen, dass wir von SPD und CDU ja gar nicht erwarten können, dass sie wirklich gegen niedrige Löhne kämpfen oder hier ein Interesse haben, dass von dem ganzen Reichtum der Unternehmer genug in unseren Taschen ankommt und Leute vernünftig bezahlt werden. Also auf die brauchen wir gar nicht hoffen. Ich glaube nur, dass das Problem ist, dass gerade der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, dass die DGB-Führung jetzt der Großen Koalition die Treue hält. Vielmehr sollte eigentlich der DGB sagen, okay, wir wollen einen Mindestlohn, einen höheren Mindestlohn von 10 Euro. Das hat beispielsweise sogar der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Sirske, hat gefordert, dass es 10 Euro gibt. Dieser Forderung sollten sich der DGB anschließen und gemeinsam für die Durchsetzung kämpfen. Wir wollen von der Linksjugend, wir wollen an Gewerkschaftsjugenden rantreten, ihnen anbieten, gemeinsam mit uns gegen Ausnahmen beim Mindestlohn zu kämpfen, für gute Ausbildungsvergütungen zu kämpfen und dafür, dass es hier 10 Euro Mindestlohn für alle gibt. Und damit wollen wir auch die Gewerkschaften und die Gewerkschaftsführung weiter unter Druck setzen, für richtige Löhne zu kämpfen. Weil wenn der DGB hier im Land wirklich ernst machen würde und sagen würde, wir wollen Niedriglöhne beenden, dann würde der Druck auch reichen, um auch diese Bundesregierung zu zwingen, sich für höhere Löhne einzusetzen. In anderen Ländern gibt es sogar Generalstreiks, um für höhere Mindestlöhne zu kämpfen. Jetzt gibt es ja von der Regierungsseite schon einige Personen, die jetzt im Vorfeld eine Aufweichung des Mindestlohns vor seiner Einführung schon fordern. Um was geht es denn dabei und inwiefern ist der Mindestlohn der Großen Koalition überhaupt ernst zu nehmen? Also was CDU und CSU da eigentlich gerade verlangen, ist, dass sie den Mindestlohn de facto für alle abschaffen wollen, die davon am meisten profitieren würden und ihn auch verdammt nötig haben. Sie wollen Schüler, Studenten ausnehmen, Rentnerinnen und Rentner, Geringverdiener und auch noch hinzuverdienende erwerbslose Menschen. Es gab gestern eine Veröffentlichung der Hans-Böckler-Stiftung, die errechnet hat, dass diese Ausnahmen 2 Millionen Menschen betreffen würden. 37% aller Leute, die zurzeit noch unter 8,50 € verdienen. Und dass mit solchen Maßnahmen ein komplett neuer Niedriglohnbereich geschaffen würde. Und ich glaube, wir müssen sagen, alle diese Ausnahmen müssen verhindert werden und dagegen müssen wir vorgehen. Du bist ja jetzt schon ansatzweise darauf eingegangen, aber was würdest du denn sagen, wie soziale Bewegungen, Gewerkschaften und auch die Linkspartei deiner Meinung nach diese Rückschläge, wie sie darauf reagieren sollten und sich verhalten sollten? Ich glaube, dass alle diejenigen, mit denen wir gemeinsam in den letzten Jahren und Jahrzehnten für einen Mindestlohn gekämpft haben, dass jetzt nicht das Signal sein kann, dass wir uns irgendwie auf ein paar Zeilen im Koalitionsvertrag ausruhen. Ich glaube, dass wir weiterkämpfen müssen. Wir müssen gegen diese ganzen Ausnahmen vorgehen. Wir müssen uns für eine rasche Erhöhung des Mindestlohns einsetzen. Bis 2017 soll der nicht weiter erhöht werden, trotz der ganzen Inflation, die wir an der Supermarktkasse jeden Tag spüren. Ich glaube, dass es genauso wie in anderen Ländern einen Inflationsausgleich geben muss in diesem Mindestlohn und das auch nur das Mindeste ist. Vielmehr brauchen wir einen vernünftigen Mindestlohn von 10 Euro mit einer raschen Erhöhung auf 12 Euro und dafür müssen wir gemeinsam kämpfen. Letztendlich dürfen wir gar nicht darauf vertrauen, dass diese Regierung irgendwie ernst macht mit diesem Mindestlohn. Ich glaube, jede Verbesserung im Kapitalismus ist ein Verteilungskampf. Ich glaube, dass diese ganzen Spendenparteien von BMW und dem Unternehmerverband, dass diese Parteien in der Bundesregierung uns gar nichts schenken werden, sondern dass jede Verbesserung mit Protest, mit Widerstand auf der Straße und in den Betrieben erkämpft werden muss. Und ich glaube, dass die Gewerkschaften eigentlich diese Vasallentreue gegenüber der Regierung aufheben müssen, dass ich hoffe, dass wir gemeinsam kämpfen, all die sozialen Initiativen, die Gewerkschaften, die Linke, die Linksjugend, dass wir gemeinsam kämpfen, um wirklich gute Löhne für alle, für Jugendliche, für Rentnerinnen und Rentner, für abhängig Beschäftigte, für alle in allen Gewerben hier wirklich durchsetzen können.